Hallo, willkommen zu Elden Ring. Ich habe den Hammer von Holly bekommen, ich habe den Schild geupgradet, ich habe den Hammer geupgradet. Ich bin so ready. Dieser Hammer ist sogar richtig cool, ich habe den sogar auf 25 gemacht, der skaliert mit Stärke und Glaube, das ist einfach mein Ding. Waffe des Schwarze Ritter, die Best bei dem Pferder, die Großhammer aus schwarzem Stahl mit dekorativen Goldverzierungen, mit einer Erdenbaumanrufung gesegnet, weitere heilige Durchflutung, verstärkt den Effekt und erhöht die Macht der Waffe deutlich, Abwehrkonter erhöhen die Kraft. Genau. Heißt, ich will den heiligen Schlag da drauf machen wahrscheinlich. Heilig Damage geht richtig hoch. Okay, ich habe den jetzt noch heilig durchdringt und er kann halt entsprechend die heilige Klinge. Kann ich, glaube ich, sogar mit Schild draußen. Ja, genau, ich habe da leere Kriegsasche drauf. 1750 Schaden. Und dann hat er noch den besseren Abwehrkonter. Geil. Der ultraheilige Streitkolben. Dann habe ich jetzt einmal gerastet und jetzt können wir da unten erkunden. Falls wir einen Weg dahin finden. Es wird scheinbar unmöglich sein, dort runter einen Weg zu finden. Hust. Vielen Dank, liebe werte Insekten, fürs Aufzeigen des Weges. Okay. Chillig. Ich kann ja sogar nochmal springen im Notfall, wenn das Pferd irgendwas falsch macht. Aber das Pferd läuft richtig. So. Hallo. Ist hier unter dem Wasserfall auch etwas versteckt? Nein. Aber jetzt haben wir einen Hammer, mit dem der Guard-Counter besser ist. Das ist ja richtig cool. Es gibt so wenige Leute, die den überhaupt nutzen. Und jetzt kann ich den einfach besser... Oh, das Hippo. Das Hippo kriegt es aber so ab. Wir machen das Ability-Ding weg. Und ich mache noch den besseren Blockentalisman rein. So. Hallo, Herr Hippo. Komm. Oh, jetzt schicken wir auch so solche Wellen da lang und machen 2000 Damage einfach nur mit dem Guard-Counter. Ich würde aber gerne meine Waffe noch buffen. Das war der goldene Schwur. Das war das. Und jetzt? Ne, Guard-Counter, ne? Ja. Komm her, Junge. 2800. Oh. Ich bin glücklich. Das Gardufraum-Baumfragment macht mich nur noch glücklicher. Das ist doch ein schön lazy Spielstil, den ich gefunden habe. Einfach blocken und 2000 Damage ins Gegen werfen. Einfach dafür, dass ich geblockt habe. Schön. Seht ihr was? Nicht mal hinter diesem Wasserfall. Und letztes Mal haben wir noch herausgefunden, dass wir unser Lichthelden-Hero-Schwert auch in eine dunkle Version verwandeln können. Oh mein Gott. Da ist noch so ein Hippo. Gut fürs. Das. Und jetzt das. Status. 1900. Let's fucking go. Das hat sogar noch mehr Schaden gemacht, ne? Das waren 3000. Die Druckwelle macht jetzt danach Schaden. Okay, das kann man nicht blocken. Au. Au. Das hat ja gar nicht Schaden gemacht. Ja, das macht noch mehr Damage danach. Okay, man sollte nicht immer draufhauen. Aber geil. 3300 Schaden. Der Lichtbuff ist so gut vor dem Lichtschwert. Skadu-Baumfragment. Oh, und gleich können wir in die dunkelsten Tiefen der Welt und uns dort Albträumen stellen. Und ich würde sagen, wir sind gewappnet. Ey. Vielen Dank, Holly, erstmal nochmal, dass du mir den Hammer gegeben hast. Weiß nicht, ob du es jemals hörst, aber egal. Die Dankesworte müssen raus. Und es ist doch so ein Meme schon wieder, dass der heilige Hammer der ist, der nicht droppt in der Presseversion. Der, der mit dem Guard-Counter arbeitet, den ich sowieso gerne nutze. Oder nutzen wollte halt so.
Ich meine, es gab genug Waffen. Ich beklag mich nicht, aber dass genau der heilige Hammer, der am Anfang vom DLC droppt, nicht droppt in der Presseversion, ist ja so ein Meme. Gibt's hier jetzt noch ein drittes Hippo oder war es das jetzt mit der Ebene? Waren hier einfach so zwei Hippos. Zwei Happy Hippos und ich habe die erlegt und jetzt ist alles wieder gut. Ja, scheinbar waren hier nur zwei Hippos. Den Rest von hier haben wir ja gesehen. Okay, dann gehen wir mal darunter wieder in die Hölle, wo irgendetwas uns nicht sehen darf, irgendwas uns beobachtet. Mein Pferd sagt, es hat Angst. Und alles hier Wahnsinn verbreitet. Hier haben wir das letzte Stück der Karte aufgehoben und seitdem nicht mehr viel Neues hier erlebt. Aber wir kamen bei dieser Kirche an und dann habe ich es mal aufgehört. Deswegen können wir jetzt einfach weiter erkunden und mal schauen, was es hier unten gibt oder was mich nicht sehen darf. Ob es hier irgendwas Besonderes gibt, was alles umbringt oder... Irgendwas ist hier los. Da sind auf jeden Fall so ein paar Kirchenanhänger. Die dürfen mich bestimmt sehen. Ja, okay, Madness ist nicht so mein Fall. Man kann keinen Guard-Counter machen, wenn die Gegner nicht angreifen. Ich will immer noch ihre Rüstung. Für mein Cosplay hier. Ah, cool. Material sammeln. Winterlaternenfliege. Okay. Bestimmt so ein Madness-Ding. Ist allgemein wahrscheinlich die Madness-Materialien. Ja, wir haben beim letzten Mal schon, Fläschchen gefunden. Ich spiele zu oft Hammer, ich weiß. Ich schau mal, dass ich die nächsten Folgen dann nicht mehr Hammer spiele. Obwohl, Richtung Ende der Story werde ich wahrscheinlich wieder spielen, was einfach effektiv ist. Hier. Die habe ich noch gar nicht einmal ausprobiert, aber... Ja, explodiert halt in Wahnsinn und sonst ist, was man erwartet. Wir haben noch diese Todeskrallen bekommen, die habe ich nie ausprobiert. Die machen so ein bisschen Schatteneffekte. Und die wirft man? Die wirft man mit der Schultertaste. Oh, das ist cool. Und wir haben Wahnsinnshände, mit denen wir Wahnsinn verteilen, wenn wir auf Sachen boxen. Und dann so ein Wahnsinns-Grab haben. Das klingt wahnsinnig spannend. Oh, Blümchen. Auge von Yelou. Ja, das war Wahnsinnsmaterial zum Craften. Daran erinnere ich mich. Ja, Madness ist ein Statuseffekt, den man am ehesten nur bei Spielern aufbauen kann. Soweit ich mich erinnere, weil es gibt eine Waffe, die hat Wahnsinn drauf. Das war ein Speer. Mit dem habe ich auch schon ein bisschen gespielt und dann habe ich mal geguckt, ob ich irgendwo Wahnsinn triggern kann, aber nein. Wenn Wahnsinn voll ist, schreit man und ist halt so kurz gestunt für eine Zeit. Ja. Die Sense ist ja auch keine neue Waffe. Speer habe ich jetzt auch gespielt. Schwerter-Äxte habe ich auch gespielt. Großkatan habe ich auch gespielt. Doppelklinge habe ich noch nicht gespielt. Das kann ich spielen. Und die, komischerweise die ganzen Schwerter hier nicht. Wir haben die Schwerter vom Hornherold. Vielleicht sowas mal, so eine Schwerter-Doppelwaffe. Die Lanze habe ich ja hochgelevelt. Wir haben echt viele Sachen. Ah ja, heiliger Hammer. Komm her. Jetzt schauen wir mal weiter, was uns hier so noch erwartet. In der Kapelle haben wir ja erstmal eine Gnade gehabt. Das ist gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, mir fehlen halt so drei Major-Bosse noch oder sowas. Also nehme ich an, hier ist einer. Dann, das geht nicht auf. Es hat wahrscheinlich mehr als 10 Major-Bosse, das DLC. Vielleicht sehen wir ja auch 4. Das ist einfach 2 davon, Moment. Ja, es hat nochmal 700 Schaden hinterher gemacht, die Explosion. Sick. Ja, einer ist hier, einer ist Beyblade. Und der letzte und zwei beim Endgebiet halt für durchspielen. Regen? Okay. Regen scheint nichts Schlechtes zu sein. Dunkelschmiedestein. Oh, Regen scheint doch schlecht zu sein, hat sofort wieder aufgehört. Vielleicht habe ich mir den Regen nur eingebildet. So. Ist hier irgendjemand? Beobachtet mich jemand? Ich habe halt so 10 Warnungen gehabt, dass mich irgendwas nicht sehen darf.
Dass ich dann sofort, dass ich nicht versuchen soll, es anzugreifen, mäßig auch. Hier kann man vielleicht Runenbögen farmen. Mein Gott. Liebe Ratte, du solltest vielleicht nicht in dem Wahnsinnswasser stehen. Grober Vorschlag. Aua. Oh. Das wäre lustig, wenn ich auf einmal so leuchtende Augen hier sehen würde, die so mir näher kommen oder so. Das wäre gruselig. Das sind nur ein paar Büschel-Sachen. Ohne Pferd ist es ein bisschen anstrengend, hier durchzulaufen, das kann ich sagen. Aber mit Pferd wäre es wahrscheinlich nicht so bedrückend. Aber das kann ich schon verstehen. Hört sich auch die ganze Zeit an, als würde irgendwas neben mir laufen. Du bist die Augen. Ne, es sind wahrscheinlich aber nur Schädel. Okay. So, chill hier. Da ist nochmal Loot. Gibt's halt einfach nur überall riesige Ratten. Ich glaube, da muss ich nicht mal einen Guard-Counter machen, weil die halt nicht mehr zum Angreifen kommen. Okay. Ich wollte einen Guard-Counter machen, aber die haben nicht angegriffen. Die haben daneben gehauen. Geistertal-Lilie. Warum kann ich die eigentlich 789 nicht kaufen? Habe ich da irgendeine Klangperle im Grundspiel übersehen? Wahrscheinlich. Ich habe ein paar Sachen im Grundspiel übersehen. Klar, ich habe ja aber nur für mich blind durchgespielt beim ersten Mal und danach auf anderen Charakteren gespielt, also ich habe mir nie die große Mühe gemacht, nach den Achievements noch alle Höhlen habe ich, glaube ich, noch gemacht, die ich finden konnte. Aber da übersieht man ja so schnell was. Elden Ring ist ja so riesig. Ich habe das meiste. Und das ist schön. Hier sind wieder die Nachrichten. Oder neu? Neue Nachrichten. Da vorne ist jemand. Versteckt euch, macht keinen Laut. Wartet still auf eure Chance. Kämpfen ist keine Option. Der sieht auch ziemlich... Duckt euch im Dickicht. Ich will echt, dass wir so... Horizon Zero Dawn mäßig oder Assassin's Creed mäßig hier durchs Gras schleichen, um an dem vorbeizukommen? Der hat auch keine Lebensleiste. Okay, wenn der mich sieht, sterbe ich. Okay, aber ich gehe einfach... Psst. Nein, 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 das hast du dir eingebildet. Hast du dir eingebildet? Den verrückten Mann, der da gerade in den Busch gerollt ist. Sowas gibt's nicht. Die Augen. Man kann irgendwie mit dem Fernglas bei der Way zoomen. Aua. Insta-Teleport einfach für mich. Er grabt mich. Hallo. Nett. Okay, wir haben herausgefunden, was abgeht. Ich wollte mit dem Wollversüchten wissen, dass mein Charakter sich denkt, oh, jetzt aufstehen, wenn dieses scheiß Fernglas benutzt wird. Wie zoomt man damit? Das ganze Projekt wird 10-mal so gut geworden. Eigentlich nicht, aber... So, ich bin drin. Hoch, runter. Bewegen macht nichts. R2 ist schlagen. A ist springen. R1 ist auch schlagen. Rechten Stick reindrücken. Nein, linken Stick reindrücken ist ducken. Mit dem Steuerkreuz. Okay, aber der Zoom ist minimal. Aber trotzdem cool. Okay, wir müssen erstmal hier links ins Gebüsch und unser Zeug holen. Und dann gehe ich hinter dem kurz vorbei. Und da sind noch mehr von denen. So. Gibt doch bestimmt einen Schleichtalisman. Verbirgt den Träger beim Wegducken vor Gegnern. So. Müsste ja mein Schleichen wahrscheinlich ein bisschen buffen. Okay, aber die Dudes sind scheinbar nicht überall im Spiel, sondern wirklich nur an speziellen Orten, wie zum Beispiel hier. Und hier gibt es aber Lämpchen, die Geräusche machen.
Okay. Aua. Ich dachte, die kann ich aufsammeln. Mensch. Okay. Er dreht um. Ich sprinte hier kurz einmal rüber. Und dann gehen wir hier durch. Aber langsam, ich bin so nah an dem Jungen dran. Oh, ich kann hier nicht weiter. Ich muss warten, bis er umdreht. Okay. Okay, er hat sich weggedreht. Wir gehen hier rüber. Und da lag irgendwo unser Zeug. Ich sehe nicht mal die Gegner. Was will ich erreichen? Wo möchte ich hin? Da ist ein Gegner und da geht es wahrscheinlich weiter in die Richtung. Will nicht die Pflanzen berühren, weil das Bimmelimbelims sind, die sie einfach hier anpflanzen. Ich hab's gedodged. Warum ist deine Ratte in dem Busch? Aua. Okay, aber da geht's geradeaus weiter. Ich dodge auch eure Blicke. Hilfe, lasst mich durch. Wahnsinn! Nein! Okay. Jetzt aber ganz vorsichtig. Wir sprinten erst hier so ganz schnell einmal in den Busch. Ja. Dann warten wir, bis er umdreht. Und sobald er weg ist, gehen wir mittig durch. Und drücken oft anvisieren, um zu checken, ob irgendwo Ratten in Büschen hängen. Was eine Scheiße mit der Ratte da drin. Und dann essen uns die Cthulhus nicht auf. Okay. Solange er wegguckt, kann ich auch schneller laufen. So, hier sehe ich keinen Gegner zum Anvisieren. Da ist nur Loot. Da ist nichts. Aber ich möchte in die Büsche, bitte. Ja. So, er läuft da hinten. Okay. Ist in Ordnung. Wir gehen hier ganz am Rand dieser Bimmelbüsche, aber ignorieren die. So, jetzt chillen wir hier. Wollen ja da durch. Sobald er hier wegpatrouilliert ist, sind wir safe. Er sieht uns nicht. Wir sehen ja aus, als wären wir tot. Hohohoho. Ich glaube, der läuft hier im Kreis um diese Insel. Oh, er kommt so nah. Das gefällt mir nicht. Gleich bleibt er einfach stehen und starrt uns an. Wenn wir ein bisschen zu nah dran sind. Ich kann das Schwert des Lichts benutzen, wenn du ein bisschen mehr sehen willst. Ich hoffe, du drehst jetzt nicht um. So, wir gehen schnell zum nächsten Busch. Ich kann keine Ratte wahrnehmen. Und ich würde gerne den Berg jetzt hier hochgehen tatsächlich. Einfach nur mal, um zu gucken, was hier oben ist, weil der Hochweg ist ja nur bei ihnen in der Nähe. So. Hier oben ist rein gar nichts. Außer die Option, halt hier oben lang gegangen zu sein. Dann droppen wir einfach runter und holen meine Runen, die hier liegen, wo ich vorhin durchgesprintet bin. So. Okay. Warum bin ich da jetzt lang geschlichen? Aber man hört die ja wenigstens über Distanz. Die machen so ein bisschen Raucherhusten. Hallo. Das Lichtschwert ist auch immer noch. Huiuiui. Ich glaube, hier in der Ecke geht's runter. Hier ist eine Marika. Hier ist es sehr neblig. Ich habe immer noch meinen Hammer und Schild dabei, keine Sorge. Falls mich etwas im Nebel angreifen will. Außer es ist natürlich so einer, sonst ist alles in Ordnung. Es darf nur kein Grabby-Leuchti sein. Ich habe es nicht mitbekommen. Oh, dammit. So, hör auf. So, hör auf. Will nicht. Bin ja normaler Wahnsinn erwischt. Alles gut, jetzt kann ich wieder sprinten. Kann der einen erwischen? Ja.
Ja, wir waren schon so weit. Okay, es kommt noch einer. Wir kommen noch ein dritter nach einer kleinen Pause, verstehe. Was eine Strecke zu meinem Zeug. Mäh, du sagst es. Hallo? Oh, hier ist noch eine Gnade. Die ist näher dran an dem Labyrinth. Das ist schön. Die nehmen wir. Das ist aber so eine Gnade, die mich umbringt. Da unten ist so ein Dude. Geh mal in den Busch hier rüber. Wohin geht er denn? Okay, ich bin wieder sichtbar. Aber wir schleichen ja hier am Rand lang einfach. Er hat mich kurz gesehen, aber nicht lang genug. Ja, die Unsichtbarkeit funktioniert. Ich bin aber in der falschen Höhle. Hier ist eine Ratte drin. Verstecken sich auch wahrscheinlich vor dem die Ratten. Verständlich, verständlich. Kleine Ratten. Ja, ich bin ein bisschen auf den falschen Pfad gekommen. Ja, vielleicht komme ich ja am selben Ziel an oder so. 50.000 Runen sind jetzt nicht so wichtig. Mal zwei Schleichsachen ausrüsten. Ich glaube, mit leichter Rüstung macht man auch weniger Geräusche. Also müsste ich eigentlich noch nackt sein. Oh, okay, von mir aus. So. Der Nacke da ist hier. Da steht einer einfach. Da ist noch einer. Unsichtbare Nackedei. Er sprintet durch die Büsche. Da sind Ratten drin. Ne, die ist nicht in dem Busch. Steht da einfach so, die Ratte. Da auch. Bring mich in den Busch hier. Sehr schön. Der unsichtbare Mann ist zurück. Längere Zauber oder sowas wären es, glaube ich, gewesen. Das wäre ein Power-Move geworden. Oh, hier sind wieder überall Ratten. Irgendwo hier muss ich ja gestorben sein. Ist wieder so ein dummer Leuchteschädel. Okay, wir können mal kurz sprinten. Nochmal Unsichtbarkeit. Ey, die Ratten ignorieren mich ja fast schon komplett. Der hat sich nur so umgedreht, weil sie was gehört hat, aber die wissen nicht woher. Richtig nice. Ich bin einfach Gott. Da ist gerade so ein Schädel in den Baum runtergerollt. Ich hab's auch gesehen. So. Ich nehme an, wir wollen in die Richtung. Wir finden es heraus. Der nackte Mann rennt durch den Gruselwald. Wenn jetzt selber noch so ein Madness-Dude-Boot wäre und unendlich Madness hätte, das wär's. Schon wieder so ein Schädel runterfallen sehen, ne? Ja. Was suche ich hier überhaupt? Frage ich mich. Ja, die nehme ich mit. Die leuchten schön. Schon können wir damit auch Anti-Wahnsinn machen. Wohl. Hilft das, was Wahnsinn auslöst, gegen Wahnsinn? Ich weiß ja nicht. Okay, hier ist ein normaler Dude.
Warum bist du hier alleine? Werter Herr? Da oben stehen welche mit Wahnsinnsaugen. Er ist nicht alleine hier. Nur hier, um mir ein bisschen Mana vorbeizubringen. Sehr nett. Stand da oben jetzt einer oder nicht? Nee, ich glaube, das war aber so die Wand, die hier geleuchtet hat. Wo bin ich? Aha. Ja, wir können da hochlaufen. Ich verstehe gar nichts. In diesem Gebiet. Es ist riesig, es ist leer, es ist dunkel. Und die Gegner sind dumm. Ich bin wieder sichtbar. Richtig, bevor ich zugeschlagen habe schon. Da kann man runter und hier kann man irgendwie hoch. Da oben sind Dudes. Und da unten sind noch mehr Dudes. Hallo Dudes, habt ihr etwas hier oben gefunden? Killer, Diener, die dumm sind. Die sehen mich eigentlich gar nicht, ne? Ich spiele auf einmal Sekiro hier. Muss noch ein Katana auspacken. Leichte Kleidung. Wir haben die Stoffkleidung, klar. Oh, jetzt fühle ich mich wie bei der Hobbit. Ich habe hier meinen Stich dabei. Der leuchtet, sobald Gegner mich... sobald Gegner... Sobald Orks in der Nähe sind? Orks in der Nähe sind, das war's. Orks sind in der Nähe. Okay. Das einzig Sinnvolle ist für mich mehr in die Richtung. Weil da war ich halt nicht. Ich sehe nur keinen Grund, da unten lang zu laufen, wenn ich hier oben auch chillig einfach ein bisschen über das Gebirge klettern kann. Weil da unten ist ja wieder Gruselhausen wahrscheinlich. Was suche ich? Warum schleiche ich mich an denen vorbei? Da ist was! Ein Gebäude! Okay. So, das Foto konnte sich auch unsichtbar machen mit dem einen Ring, stimmt. Passt ja noch mehr. Wahrscheinlich hat es mich deswegen daran erinnert. Kleidung? Ja. Hallo. Bloß nicht den Kopf verlieren, ja? Wir weitermachen. Oh! Es gab... den Trailer, wo sich einer die Wirbelsäule hinten rausgezogen hat. Der ist hier? Das ist eine Gnade. Dann hat er sich die Wirbel... Es ist dieses Artwork, was man nur gesehen hat die ganze Zeit. War aber jemand stolz? Oh, lecker, eine pralle Traube! Zur Herstellung. Ein Augapfel, der rasend Flamme, der von innen angeschwollen ist, findet man immer seltener, mit eingebrannten Fingerabdrücken markiert, die beweisen, dass er direkt von den drei Fingern berührt wurde. Come no closer. No closer, I say. The man is worse. Ich muss nur die Gnade, ja? Na gut, du bist eh ein Geist. Schönes Gemälde. Oh mein Gott, das ist dasselbe Gebäude. Also, wie es mal hier aussah scheinbar. Ja, das war mal so ein richtig blühendes Tal. Kloster hier unten. Und dann kam Madness. Was haben die drei Finger denn hier schon wieder gemacht? Hallo, Sir. Seid willkommen, oh ungeladener Gast. Doch ich muss euch warnen, bevor ihr eintretet. Folgt den Worten unseres großen Meisters, Mithra. Nähert euch dem Wahnsinn nicht, damit ihr ihm nicht erliegt. Okay. Nicht dem Wahnsinn nähern. Ich mache was von 65 und hüpfe jetzt rein. Okay. Ich nehme auch eine geheime Wand. Klingt auch cool. Anti-Wahnsinn. Was erhöht denn den Widerstand gegen Wahnsinn? Das wollte ich erstmal gucken.
Lebenskraft, Fokus, Robustheit. Wellness, Schlaf und Wahnsinn. Fokus. Wie viel Fokus haben wir? 400. 470. Der muss auf jeden Fall dabei sein. Machen wir meinen Blocken dafür ein bisschen schlechter. Aber dafür wieder die bessere Heilung rein schon mal. Okay, Waffe und so habe ich alles dabei. Warte mal. Okay, was, wohnt für die Tür? Nicht von der Seite zu öffnen. Okay, man musste durch die Super Mario Gemälde hüpfen. Okay, hier tauchen auch Geister auf und so. Aber ich mag das als Stealth-Mission, das hier zu spielen. Ausgerissene Tagebuchseite. Eine aus dem Tagebuch gerissene Seite, die auf mit zittriger Hand geschriebenen Abschnitt steht. Ich berührte ihn, aber nur einmal. Als er mit seinem Stab ins Gesicht stieß, schob ich ihn beiseite. Dabei habe ich ihn berührt. Den alternden, unberührbaren. Okay. Ist aber nicht so, dass du von Opa so redest, Chibi. Da oben ist Loot drauf. So, noch eine pralle Traube. Ich glaube, die haben schon Akku auf mich, ja? Ja. Meine Stealth-Mission muss ja nur an den starken Gegnern vorbei sein. Achso, ich habe ja schon mein Schleichding weggelegt, ne? Na gut, dann machen wir bessere Heilung nochmal für Schleichen weg. Oh, da läuft er gerade an mir vorbei. Schön. So, wir müssen niemanden berühren. Und irgendwas ist da so ein Funken runtergefallen und der hasst den Tisch da vorne. Da ist noch so ein Ritter. Das sind Beschwörungen, die haben kein Loot. Also lohnt es sich nicht, die zu boxen. Oh, der will hier lang. Für mich wie Harry Potter mit dem Unsichtbarkeitsmantel. So? Du darfst. Aber sag bloß nicht deinem Chef Bescheid, dass ich hier bin. Ist in Ordnung. Kann ich verstehen, dass die Leute einen Snack von mir wollen. Hebel ziehen. Deine Schrank, der war super auffällig. Jupp. Sogar fast in mein Gesicht gefahren, einfach. Hier ist eine Leiter. Ich liebe es. Es ist so geil hier. Ich spiele einfach mal Horrorspiel. So, einmal kurz heilen. Wieder unsichtbar machen. Er hat mich gesehen. Okay. Da ist der Boden sehr bröckelig. Schattenreichrune. Was sagst du? Ich flöchern aufzuhören, habe ich denn nicht genug gelitten? Sind wir nicht Brüder, die gemeinsam stehen? Und dann noch bringt ihr mir nur Boshaftigkeit entgegen? Ich frage euch, welches Verbrechen hat der große Mithra begangen? Das sind extra so Sachen, die zusammenbrechen, wo die hingucken dann. Und wie viele hier sind? Ja, schau mal, wie laut es ist. Kaum hat man die einmal aufgeschreckt, die Jungs. So, hör mal auf, dein Spielzeug hier überall hinzuwerfen. Ganz schön weh. Hör auf, Spielzeug. Was ein komischer Böller. Können sie auch nicht mehr sein lassen, ihr dummes Geböller, die Kinder heutzutage. Da liegt auch noch was an dem Kamin unten. Lodernde, rasende Flamme. Guck mal, das ist die wahrscheinlich, ja. Die wahrscheinlich so rumbounced. Okay. Wo in dieser Abtei oder wo auch immer wir sind, befindet sich Mithra. Muss man mit dem Wörtchen reden über hier. Die ganze Instandhaltung und alles. Das ist ziemlich... Uiuiui.
Da sehe ich hier Gefahren für Kinder. Könnte jemand stürzen. Ihr wisst nicht, dass ich da bin, Ratten. Auch wenn ihr gerne wissen wollt, dass ich da bin. Die gucken noch, ne? Okay, die gucken nicht mehr. Die meisten von denen gucken, aber nur da, wo es Geräusch war. Crazy, wie gut diese Unsichtbarkeit funktioniert. Verschwindet, Ratten! Okay. Das war erstaunlich funny. Ach, erstmal einen Schluck trinken. Na, willst du angreifen? Cool. Den Encounter habe ich auch geliebt. Wie cool Stealth funktioniert. Ach, hier wären wir auch wieder rausgekommen aus dem Raum. Okay. Ja, jetzt sind die da unten. Die finden da schon was. Oh, hier ist eine weitere Gnade. Da ist er. Okay. Ziel ist im Blick. Wir schleichen weiter hindurch. Einmal rasten. Oh, wie geil es hier ist. Liebe ja sowas. Er weiß, dass hier was ist, aber er checkt es noch nicht. Jetzt hat er es gecheckt. Er hat sehr verwirrt hergeguckt. Hier da unten ist ein riesiger Ort. Aber hier oben ist auch so ein bisschen Parkour. Wow. Parkour. Goldenes Horn. Unten umgucken nicht vergessen, Herr Zombie. Zimbel. Ich muss mich unten umgucken, weil ich glaube, ich muss irgendwas machen, dass ich da rüberhüpfen kann. Oh, guck mal, da ist so ein Oingo-Boingo-Diggi-Schmiggi-Gegner. Cool. Erstmal würde ich hier gerne auf das da hüpfen. Dann zauber ich mich einmal unsichtbar. Dann geht's runter in die Bücher. Dann werden wir jetzt der Bücherwurm. Ja, mit den Büchern. Oder ich wurme mich in die Gegner? Keine Ahnung. Woher kam der Dude, der mal rumgelaufen ist? Der Hornherold? Okay. Es war er mit seiner Tochter oder sowas, so wie es aussah. Oder mit irgendeiner Angestellten halt. Das ist die Tür zum Eingang. Und da oben ist, glaube ich, die Gnade. Wo die Leiter ist zum Runtertreten. Da ist der Eingang. Okay, okay, okay. Dann gehen wir nochmal kurz hier hin und dann holen wir uns kurz den Loot von da vorne. Wie wenig sieht er, wenn ich hier stehen bleibe? Er hat mich gesehen. Aber wie lange weiß er, wo ich bin? Er weiß wahrscheinlich permanent, wo ich bin, aber... Ich schleiche hier einfach lang und niemand weiß, wo ich bin. Das Feuer wird wahrscheinlich auch eigentlich versuchen, mich anzuvisieren, nehme ich an. Ist der fake? Nein. So. Hallo. Pausus Bibliothek. Nochmal zur Bibliothek. Midras Bibliothek. Dann können wir jetzt die Leiter runterklicken. Kicken. Hier. Irgendwo. Ich schwöre, da. Hier ist irgendwo diese Leiter. Hier unten ist doch das Gemälde, oder nicht? Nein? Das war echt ein Raum daneben. Okay. Ich werde selber auch wahnsinnig. Hallo du. Bin doch hier unten reingegangen. Und dann war ich so, ja, da ist die Leiter zum Runtertreten. Da ist der Haupt... Hier ist der Eingangssaal.
Hä? Sehr verwirrt. Sehr, 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 sehr verwirrt. Ist dieser Zimbelmann. Aber man kann hier runterdrücken. Hier runterdrücken. Hallo? Dann ist man wieder hier. Geht halt vielleicht nicht, doch nicht so schnell zum Boss. Ich dachte, die Leiter hier führt jetzt zum Boss, weil es so eine Abkürzung schon wieder in den Hauptraum war oder so. Aber ich wollte noch zu dem dicken Dude in die Ecke. Oh, Hebel. Ja, der wird das Bücherregal jetzt rausfahren. Jetzt mein Jump'n'Run möglich. Ja. Cool. Der Sprung war sehr weit. Aber es hat geklappt. Alle-hoppa. Alle-hoppa. Oh, wäre cool, wenn es getimed wäre. So, jetzt können wir oben gucken, was hier liegt. Ein Sprung. Und... Nanayas Fackel. Das war die wahrscheinlich auf dem Gemälde neben ihm. Eine Fackel, für die sterbende rasende Flamme an einem kleinen Stück Wirbelsäule befestigt wird. Für die eine sterbende rasende Flamme an einem kleinen Stück Wirbelsäule befackelt wird. Okay, eine Fackel mit Wahnsinn dran. In einem weit entfernten Land wurde vor langer Zeit ein Mann geboren, der daran scheiterte, zum Herr der rasenden Flamme zu werden. Alles, was von ihm übrig bleibt, wird sanft von Nanaya gehalten. Einzigartiges Talent, rasende Flamme der kläglichen Fürsten. Haltet die Flamme nach vorne und spuckt eine rasende Flamme aus. Versetzt alle im Wirkungsbereich in Wahnsinn, auch den Anwender. Das Talent dauert so lange an, wie es gedrückt gehalten wird, kann in Bewegung eingesetzt werden. Okay. Und wir haben, können lodernde rasende Flamme herstellen. Haben wir auch das Rezept für gefunden. Tatsache, ist aber eine Fackel. Eigentlich müsste die Madness so schon steigen, wenn man das so hochhält. Schön gelbes Licht. Die ist cool. Cool, dass es nochmal eine Fackel gab. Aber ich möchte erstmal meinen Zauberstab gerade behalten. So. Und dem Herrn da unten einen schönen Besuch abstatten. Warum war ich da nicht? Da kann ich auch gleich nochmal runtergehen. Schleichkolben, Attacke! Oh, er hat den Schlag gehört, aber nicht mich. Er will gucken, was er da gehört hat. Da lag ein Buch im Weg, deswegen haut das. Er versucht. Der Ball. Er hat Geisterasche dabei. Und jetzt können wir hier die Leiter runtertreten. Oder? Oh, die können zaubern. Scheint ja auch Wahnsinnssachen. Mein Gott, haben die viele Hörner schon gewachsen, ne? Das sind wahrscheinlich auch nichts mehr. Und jetzt können wir die Leiter runter. Ach hier, aber so eine ganz andere Gnade einfach. Okay, aber wir haben die Leiter. Die super sick klang. Jetzt sind wir auch bei dem Boss. Okay, dann drehe ich kurz nochmal um und sammle die Sachen. Oh. Was ein cool designter Ort und wie cool es war, hier hinzukommen. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Loot auf dem Weg halt so verpasst. Mein Gott. Ein Millimeter hat gefehlt. Warte mal, hier unten könnte jetzt auch was dahinter sein. True. Führt das Armband nur hoch? Wow. Achso, das Jump'n'Run war ja für den Loot da oben, für die Fackel, die Wahnsinn auslöst. Okay. Ja, das kann ich noch verstehen. Okay, und dann kriegen wir jetzt noch einen Boss. Der... Also, keine Ahnung. Ich bin der Heilige jetzt. Die Schleichmission ist vorbei. Ich kann nur kurz einmal hier auf den Kronleuchter springen und mir das noch gönnen. Noch eine Geisterasche. Ich habe irgendeinen Kampf, der mit Summons einfacher wird. Aber bisher kommen wir klar ohne Summons, oder? Ich meine, ich habe so manchmal aus Memes welche gerufen, aber ich glaube bei keinem krassen Boss jetzt. Freue mich drauf. Der wird bestimmt sick. So, einmal alles voll machen.
Genau. Darauf freue ich mich. Wir machen einmal den hier. Machen unseren Zauberstab weg. Den goldenen Schwur kann ich nicht machen. Drachenblitz kann ich auch nicht machen. Okay, dann bin ich fertig. Genau, das da noch machen. Depths of your foolishness. Hallo. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn du mich grabst. Okay, ja, du triggerst irgendeinen Boss. Habe ich noch meinen... Nee, ich habe meinen Madness-Schutz gar nicht mehr dabei. Stimmt. Warte mal kurz. Doch, habe ich. Was war hier? Ach, die bessere Heilung, ne? Okay, hab meinen Madness-Schutz. Ja. Was passiert hier? Oh, es wird so geil. Und so schwer wahrscheinlich. Enough. I have endured more than enough. Er gibt sich dem Wahnsinn hin. Aua, kannst du es auch einfach normal greifen, Junge? I ask you forgive me, dearest Nanaya. Ah. Dass selbst Elden Ring das schwarz macht, ne? Das ist ja auch echt gory. Ja, coole Wahnsinnswaffe hast du da zum Rausziehen. Hast du überhaupt noch einen Kopf? Holy shit, Dead Cells Reference! Boah, wie cool die Waffe ist. Okay, wie soll ich nicht instant 15 mal Madness haben und sterben? Hi, du kriegst Schaden, ja? Zweimal heilen? Vorangriff. Ey, man braucht so viel Anti-Madness in dem Kampf. Wenn man was permanent Madness wegmacht oder so. Damit man den überhaupt schafft. Ich lebe. Aber auch wieder mit so viel Glück. Aua! Holy shit! Das sah brutal aus. Der ist richtig cool! Holy shit, der Musik auch! Hier abgeht! Triss den heiligen Hammer! Du Dämon aus der Unterwelt! Nee, nicht nochmal. Okay, einmal heilen. Nochmal Heilung gebrochen, geil. Fall auf, Junge! Midra! Komm, fall auf, Junge! Ich hab ein Schild und einen heiligen Knüppel! Auf den Boden mit dir, Ruppe! Echo des Herrn der rasenden Flamme. 410.000 Echos. Runen? Runen. Wo kommt das Wort Echos her? Da, steht in der Mitte vom Bildschirm. Ich hab den gefirst tried.
Okay, aber ohne... Ich hab nicht mal den Schwertbuff hier nutzen können. Also, Guard-Counter ist ja so dumm stark. Ohne Guard-Counter. Nee, der hat mich fünf... Ich konnte ihn einfach blocken. Ich hab den einfach gerade gefirstrayed, den Jungen. Oh, wie fucking cool du warst. Ich glaube, das war der war ja ultra cool. Ein in Skadabaum gehauenes Echo des Herrn der rasenden Flamme. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Als die goldenen Dornen ihm ewige Qual auferlegten, hielt Midra an Nayas Flehen fest. Beharre. Diese Worte. Dieses Wort war ein Fluch. Ja, weil halt für ewig diese Madness ausgehalten hat. Ja. Cool, das Tal ist jetzt sauber. Ihr könnt wieder rauskommen. Wir gucken uns das Echo an. Klar. Jetzt sind wir schon dabei. Ich dachte so, okay, jetzt nochmal so 40 Minuten Bosskampf mental drauf vorbereiten. Wenn wir ein Problem haben, wird der Endboss geguard-countert. Ansonsten versuche ich natürlich durchzurollen. Schön. Vielen Dank für den Hammer, Holly. Hat gute Arbeit geleistet. Bin gespannt, welcher DLC-Boss der schwerste ist. Halt, du bist falsch. Was mache ich denn bei dir? Also, du bist nicht falsch, du bist cool, aber... Gibt einen richtigen Ort, wo ich hin will, nämlich da drüben. Irgend so eine heftige Madness-Waffe gibt's jetzt. Hallo? Da. Das Großschwert der Verdammnis. Stärke, Glaube? Schön. Das Spiel liebt mich einfach. Goldenes Großschwert, das einst den Körper Midras, des Meisters des Pfarrhauses, durchbohrte, wurde von den Hochhornherolden in einer Verdammnis genutzt, die ihresgleichen sucht. Die Stacheln, die die Klinge umgeben, verletzen das Opfer von innen. Einzigartiges Talent, Goldene Krux, springt hoch und durchbohrt den Feind von oben. Ah, das, was er bei mir gemacht hat, ja. Die Widerhaken der Waffe schießen heraus und fügen dem Gegner schwere innere Schäden zu, bei Erfolg. Weitere Eingaben lösen wieder Haken in der Umgebung aus. Diese Krux hat etwas an sich, das seltsam an die goldene Ordnung erinnert. Oder Anrufung zu Ehren von Midra, dem Herrn der rasenden Flamme, beschwört eine Erscheinung des Kopfes des Herrn, um eine rasende Flamme zu speichern. Ich hätte gerne das als Helm gehabt. Boah. Die Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Die Erscheinung bleibt so lange bestehen, wie die Eingabe gehalten wird. Der Herr der rasenden Flamme wird ihre Qualen, ihre Verzweiflung nehmen. Ihren Koma, jede Sünde, jeder Fluch, alles wird wegschmelzen. Doch Midra, die andere vor ihm, war zu schwach, um ein Herr zu bewehren. Ich glaube, ich will das Schwert. Verkaufst du Midras Kopf? Nein? Das wäre so unendlich cool. Wer bist du denn? Ach so. Der Loser. Ja, wir nehmen die Waffe. Ja. Klar. So ein Zauber. Lustig, funny, cool. Aber Waffe ist Fashion Style. Da ist es. Dunkelschmiedestein. Großschwert der Verdammnis. Was ein Name auch. Ich meine, klingt wie der most generic Name aller Zeiten. Aber geil. Gib mir mal das Großschwert der Verdammnis. Das ist hier bei dem. Skalierung C. Aber der Schaden ist auch von sich. Na, ja, guck mal. Der Damage ist nicht so insane. Wiegt aber auch die Hälfte. Und hat die goldene Krux halt als Ability. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo noch sein Zeug versteckt ist. Seine Kleidung und sowas. Level? Können wir nicht. Auf fehlen 1000 Runen oder so. 22.000 sollten reichen, ja. Stufenaufstieg. Arkan. Level 218. Sagst du irgendwas, weil ich gewonnen habe? Hallo? Sei willkommen. Doch, ich muss dich warnen. Bevor ihr eintritt, folgt den Worten unseres großen Meisters Midra. Ja, der Midra ist... Midra, die ist nuts. Der ist schon weg. Das ist schon erledigt. Aber ich will einen Gegner. Ja, genau du da. Komm mal her. Ja, wahrscheinlich kann man nur Spieler aufpieksen, ne? Aber wie erhaben man sich dabei bewegt. Oh. Oh. 2000 Schaden jemals, 4000 Damage, ja, sick. Okay, ansonsten ist es einfach ein Großschwert.
Mit dem Pieksangriff? Ja. Sick. Und das macht nicht Wahnsinn. Tatsächlich kein Wahnsinn. Aber nur... Stich. Der Boden hier einfach rot, wo er saß. Ich will seine Kleidung, Junge. Hat sogar so einen einzelnen Lichtschein auf sich drauf gehabt, während er hier saß. Ja, und hätte ein paar Meter weiter hinten gesessen. Ja, okay, dann haben wir... Das war der Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Habe ich bestimmt beim Grund-Let's Play auch gemacht einmal. Dem kann man ja nicht widerstehen. Oh, irgendwann erfahre ich jetzt noch, wo seine Kleidung liegt, von irgendwem irgendwie. Und dann ist alles supi. Weil die haben alle einfach nur ihren Kopf verloren. Ja. Stand er nicht da, dass es mir selber Schaden zufügt, das Schwert oder so? Stacheln, die die Klinge umgeben, verletzen das Opfer von innen. Achso, nee. Aber es ist kein Blutung. Nur das Opfer wird von innen verletzt. Damit das klar ist. Man kann hier um das Gebäude noch rumlaufen. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Aber nur die Dudes scheinbar. Nee, hier gibt's gar nichts. Geheimer Eingang, so zack. Hier ist einfach nur eine Ecke. Eine eckige Ecke, wo ein paar Gegner standen, wo nichts ist. Man kann rechts rumlaufen, da führt eine Klippe hoch, da sitzt ein Vogel. Aber wahrscheinlich sind es einfach alles nur Wahnsinnstiere. Die aber trotzdem ihre normalen Materialien droppen. Okay. Immerhin sowas. Ja, die Leuchteule ist immer noch sehr auffällig. Ich finde es gut, dass eine Eule, die dem Wahnsinn anheimgefallen ist, aber gleich ist, wie sie vorher war. Macht keinen Unterschied für eine Eule. Gut, beim nächsten Mal können wir tatsächlich immer noch nicht in diese Stadt hier gehen, weil wir diese Ecke ums Verrecken noch nicht erreicht haben. Wir können nochmal gucken, ob hier vielleicht ein Tunnel ist oder so. Ich gucke mich zwischen den Folgen maybe um. Und ich würde gerne noch die Ecke hier auschecken. Und theoretisch will ich noch zur Spitze des Klingengipfels, um den Jungen auch noch zu vermöbeln. Warum ist hier eigentlich in Nebel gehüllt? Ach, bestimmt einfach mit dem Patch geändert worden, dass man nicht mehr die Arena sieht. Okay, dann bin ich erstmal fertig für heute. Was ein cooler Boss. Was eine sehr basic Waffe. Aber hey, wow. Ja, ist entkommen, schade. Aber man steht so elegant auf. Ja. Wie so ein Gott. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich bin selber überrascht, dass der... Ja, also... Ne? Blocken und Konterangriff, wie auf die Haltung bei dem gebrochen ist. 3, 4, 5 Mal in dem Kampf. Das ist, da habe ich echt eine Schwachstelle erwischt. Einen schwachen Nerv. Einfach nur, weil ich den Schild... Einfach nur, weil ich diese Rüstung gefunden habe, habe ich das Setup überhaupt gespielt. Ich wollte einfach nur cool aussehen. Aber gut, hat funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mehr herausfinden. Und... Boah, ich habe schon Bock, den Drachen da oben jetzt auch wegzuhauen, dass ich nach diesem Gemälde suchen kann. Oder herauszufinden, wo Moor sich hin versteckt hat. Der ist aber irgendwo runtergefallen und liegt da und hat verstauchten Fuß und ruft nach Hilfe seit Wochen und wir finden ihn nicht. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Gottvernichter Zimbelmann. Tschüss.